Hallo Fußballfreunde, wir schalten nun um in die Viktoria-Kampfbahn nach Köln-Höhenberg. Hallo Viktoria, wie ist die Stimmung? Hip, hip, hurra, Viktoria ist da. Tobias Kollmann, hauptberuflich hat er eine BWL-Professur mit Schwerpunkt E-Business inne. In seiner ehrenamtlichen Funktion als Clubpräsident möchte er dem FC Viktoria Köln zu altem Glanz verhelfen. Durch die Zusammenlegung mit der Junkersdorfer Seniorenabteilung ab der nächsten Saison ist ihm ein großer Coup gelungen. Nicht nur für den rechtsrheinischen Kölner Fußball. Die Alternative für uns wäre gewesen Kreisklasse D. Das wäre nicht wirklich schön gewesen für alle und auch für den Kölner Fußball nicht. Jetzt haben wir die Chance über Junkersdorf entweder Mittelrheinliga oder im besten Fall auch schon NRW-Liga zu spielen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt und ist natürlich auch für uns das Aushängeschild in der nächsten Saison. Und wir freuen uns so oder so, dass das funktioniert hat. Ab der nächsten Saison winkt also NRW-Liga-Fußball in Höhenberg. Doch auch jetzt schon hat der Platzwart hier alle Hände voll zu tun. Bevor der Ball aber rollt, gibt es erst einmal ein Rahmenprogramm der besonderen Art. Die PG Pens der Prinzengarde Köln zieht ein und wünscht der Viktoria viel Glück. Wir sind hier, weil wir Viktoria Köln unterstützen wollen. Pens, stell dich auf zum Jubiläumstanz. Und wenn der Jubiläumstanz so schön angekündigt wird, muss er dann natürlich auch getanzt werden. Währenddessen setzen sich diese jungen Beine bereits in Bewegung. Es ist das erste Rückrundenheimspiel der U19 Viktoria Kicker um Trainer Jürgen Ratschuweit. Zu Gast im Höhenberger Sportpark Giovanni Miseine und seine Fortuna-Jugend. Und somit der große linksrheinische Rivale. So eine heiße Partie lässt sich auch FC-Stadionsprecher Michael Trippel nicht entgehen. Das ist ein Stadtderby in dem Sinne, das ist das wichtigste Spiel für uns in der Saison und dadurch, wie gesagt, natürlich ganz klar eine Sache, die natürlich nicht einfach nur ein normales Spiel ist. Für die Jungs haben wir gestern schon beim Abschlusstraining darüber gesprochen. Für die ist es natürlich eine Zusatzmotivation. Ich hoffe nur nicht, dass sie dadurch dann verkrampfen, aber ich denke mal, letztendlich zählt immer das, was auf dem Platz passiert. Und ich sag mal, solche Dinge nehme ich jetzt als Trainer nicht so wahr und ich hoffe und denke auch mal nicht, die Jungs auch nicht. Der Viktoria-Trainer, er könnte Recht behalten, denn seine junge Truppe in Rot völlig unbeeindruckt von jeglichem Derby-Druck. Die erste Möglichkeit zwar vergeben von Kadir Ala, aber die Fans durften sich freuen auf eine spielerisch gute Partie. Und auch Präsident Kollmann macht sich bereit für weitere packende Szenen. Doch er muss sehen, dass auch die Fortuna frei nach vorne spielt. Tugay Düzelten auf einmal mit der Schussmöglichkeit. Torhüter Max Eiting mit seiner ersten Parade. Das gibt Sonderlob vom Trainer. Ein paar Minuten später Freistoß für Viktoria, eine Angelegenheit für Pires Teixeira. Fast der Führungstreffer gegen den Erzrivalen. Ja, ich sag mal so, ein Derby ist immer was anderes als ein ganz normales Spiel. Ist immer mehr Pep drin, natürlich ist man ein bisschen nervös. Von Nervosität bei diesem Schuss des jungen Portugiesen aber wahrlich nichts zu sehen. Und die Viktoria macht weiter Druck. Die 1:4 Niederlage aus dem Hinspiel soll heute hier gerecht werden. Tim Lager im Strafraum verzieht knapp. Die Zuschauer sehen guten Mittelrheinliga-Fußball und ein mancher möchte sich sicherlich auch empfehlen für einen möglichen NRW-Liga-Einsatz bei den Herren in der nächsten Saison. Also ich glaube, eine starke Seniorenmannschaft ist immer attraktiv für jeden Jugendlichen, für jeden talentierten U19-Spieler, sozusagen den Sprung dann zu schaffen. Ohne eine solche Sprungmöglichkeit wird es dann schwer. Wir können sie wieder bieten in der nächsten Saison und deswegen glauben wir, dass wir auch im U19-Bereich eine ganze Menge an Talenten nicht nur binden können, sondern auch weiter für uns gewinnen können. Natürlich war das für die Jungs, als sie das dann mitbekommen haben, natürlich schon eine große Motivation, obwohl wir eine sehr junge Mannschaft haben. Wir haben also dieses Jahr nur 3 Spieler, die in den Seniorenbereich kommen. Aber ich würde auch dem einen oder anderen, der jetzt jüngerer Jahrgang ist, auch schon den Schritt zutrauen, in der NRW-Liga Fuß zu fassen. Doch zunächst müssen sich Ratschuweits Schützlinge gegen die immer wieder aufkommenden Fortuna-Angriffe wehren. Wieder ist es Düzelten, doch er scheitert aus der Distanz. Das auch die letzte Aktion vor der Pause. Es bleibt beim 0:0. Doch das Derby sehr ansehnlich. Und vor allem die Viktoria-Fans freuen sich wieder auf großen Fußball in Höhenberg. Hey,
da wir ja dieses Jahr aussetzen müssen, leider, oder wie auch immer. Die Jungs haben es auch verdient und es ist die Zukunft für uns und da muss man ab und zu muss man mal ein bisschen sich einsetzen. Mache ich gerne. Sich einsetzen. Seit Juli 2010 tut dies auch Tobias Kollmann als Viktoria-Präsident. Das Engagement für ihn eine Herzensangelegenheit. Ich bin mit dem Fußball groß geworden. Es ist meine Leidenschaft und deswegen war es für mich immer klar, dass ich mich hier einmal engagieren möchte. Ich habe hier ein Riesenpotenzial gesehen, einen schönen zweiten erfolgreichen Club in Köln zu etablieren auf der rechten Rheinseite. Traditionsverein, der hier angetreten ist, wieder eine Zukunft zu haben. Und da habe ich mich gerne eingebracht, ein entsprechendes Konzept aufgebaut und versuche das jetzt hier mit allen Beteiligten umzusetzen. Und ich glaube, dass Viktoria immer noch ein ganz, ganz klangvoller Name ist in Köln und wir eben hier noch auch für die Zukunft einiges erwarten dürfen. Die zweite Halbzeit im Derby, sie beginnt mit einer Schrecksekunde. Fortunas Stürmer ganz frei vor dem Tor, doch Max Eiting kann entschärfen. Es läuft bereits die 72. Minute, das Spiel bis dahin etwas abgeflacht. Doch dann eine Unsicherheit in der Fortuna-Abwehr. Kadiala kann sich durchsetzen und Johannes Weitensteiner vollendet zum 1:0. Grenzenloser Jubel bei der Viktoria. Weitensteiner zur Halbzeit für Tim Langer gekommen. Er hat hier keine Mühe einzuschieben. Die Fans noch im Freudentaumel, doch 8 Minuten später antwortet die Fortuna mit einem Freistoß. Zunächst ungefährlich, doch Marcel Oechsle klärt unglücklich. Freie Bahn für Tobias Standop. Ja. 10 Minuten vor Ende also der Treffer zum Ausgleich für die Fortuna. Zum Leidwesen von Trainer und Präsident der Viktoria. Und die Fortuna wittert nun die Chance, aus dem rechtsrheinischen Feindesland vielleicht doch noch 3 Punkte mitzubringen. Jerusalem auf Goldrang, doch Max Eiting hält nun endgültig den einen Punkt in Höhenberg. Dies auch die letzte Chance im Spiel, 1:1 unentschieden heißt es am Ende zwischen den beiden U19-Mannschaften. Und das Kölner Stadtderby könnte ja so in der nächsten Saison auch in der Herrenabteilung stattfinden. Hinter dem 1. FC Köln hat diese Stadt noch weitere spannende Lokalderbys verdient. Und es wäre natürlich eine ganz tolle Sache, hier dann eben auch im Seniorenbereich gegen Fortuna Köln zu spielen. Aber auch das, was die Jungs heute hier schon gezeigt haben, war echt ordentlich, echt anregend auch für die Zukunft. Und ich glaube, da können wir schön in die Zukunft blicken. Bereits am nächsten Sonntag könnten sich die Viktoria-Weichen auf NRW-Liga stellen. Dann spielt Junkersdorf gegen Freialtenhofen. Und zwar hier in Höhenberg. Ich glaube, alle Viktoria-Fans drücken jetzt Junkersdorf kräftig die Daumen. Es ist sozusagen mit der Entscheidung von unserer Mitgliederversammlung, die wir demnächst treffen werden, und dem weiteren Prozedere, ja dann auch schon unsere Mannschaft, die da mehr oder weniger spielt, auch wenn das Wappen auf der Brust dann noch nicht das von Viktoria ist. Aber ich glaube, die Identifikation wird da sehr, sehr groß sein. Und alle Viktoria-Fans werden dann der ersten Mannschaft von Junkersdorf kräftig die Daumen drücken und sie auch tatkräftig unterstützen. Tobias Kollmann, er haucht dem Mythos Viktoria neues Leben ein und gibt dem rechtsrheinischen Fußball wieder eine Perspektive. Die Fans haben wieder Anlass zur Freude. Vic, Vic, Viktoria.